Meine lieben Damen und Herren, Folge 499. Fühlt sich das schon wie eine 500 an? Ne, wir sind ja noch nicht bei 500, aber wissen, was ich meine. Wir sind kurz vor Folge 500 und so lange kommt es mir noch gar nicht vor. Die Zeit verfliegt wie im Fluge und meine Versuche hier poetisch eine Einleitung hinzulegen scheitern mit Brillanz. Aber auf jeden Fall haben wir hier noch Folge 499 und dann gibt es ein dickes, fettes Special zu Folge 500. Die Daten, das Ausstrahlungsdatum haben Sie auf diesem Kanal schon sehen können. Das wird ein dickes Special und ich kann es ja jetzt schon mal verraten. In Folge 500 wird es den kompletten Rest der Saison geben. Aber dieser Part wird noch drei Spiele Länge haben, also die neue alte Standard. Menge an Spielen pro Folge. Wir spielen gegen Würzburg, Frankfurt und den BVB. Und wir wissen, wir haben eine Vorgeschichte, was das Thema gute Hinrunde, schlechte Rückrunde angeht. Oder was auch das Thema jetzt so um diesen Zeitpunkt Anfang November, Ende Oktober herum einzubrechen, haben wir auch eine gewisse Vorgeschichte. Wollen aber natürlich vermeiden, dass das diesmal passiert. Da sind vielleicht unsere beiden Mitaufsteiger die richtigen Gegner, die aber auch in der Tabelle auch okay dastehen. Wir stehen auf 6, die stehen auf 8 und auf 10. Die Aufsteiger schlagen sich hier hervorragend. Wir trainieren mal den Zweikampf, das kann man immer gebrauchen. Alexander Meireles rückt als neuer Spieler in ihre Jugendmannschaft auf. Jugend forscht. Ferrati wird umworben von Miguel Torrecilla von Athletic Bilbao. Er bietet 3,6 Millionen. Ich hatte gesagt, wie viel will ich? 4, 4,5. Das scheint jetzt hier schon mal ein bisschen realistischer zu sein. Dann bietet er schon mal 50.000 Euro mehr. Nochmal 100.000 Euro mehr. Das riecht doch nach Einigung. Ja. Haben wir nämlich schon 4,2 Millionen. Dann werden wir uns einig für 4,3 Millionen wechselt Richard Ferrati nach Athletic Bilbao. Und zwar sofort. Alles Gute, viel Erfolg. Ein hervorragender Spieler, bei dem es motivationstechnisch so ein bisschen haperte, weil er halt auch den Stammplatz nicht hatte. Kann ich natürlich verstehen, dass man mit so einer Qualität den Anspruch hat, spielen zu wollen. Aber man sollte sich dann auch. Ja, ich will jetzt ihm jetzt hier keine Vorwürfe machen. Er hat uns jetzt einen ordentlichen Payday eingebracht. Das ist nochmal eine ordentliche Finanzspritze. Wir müssen aber eigentlich auf der Position auch nachlegen und den Neues verpflichten. Champions League, Euroleague, da wollen wir hin. Deswegen gucken wir mit großen Augen und offenem Mund, was die anderen hier so machen. Gladbach gewinnt 4 zu 0 gegen Derby County, sind zusammen mit Feyenoord Rotterdam in der zweiten Gruppenphase. Derby County geht in die Europa League. Inter Mailand ist draußen. 6 Punkte letzter zu werden, muss man auch erstmal schaffen. Union Berlin spielt 1-1 gegen Chelsea, ist damit Gruppensieger zusammen mit Beşiktaş weiter. Chelsea geht in die Europa League. Luzern ist draußen in Gruppe 3. Granada und PAOK Thessaloniki sind weiter. Leicester City geht in die Euro League mit 10 Punkten auch ärgerlich. Medipol-Basaksehir geht Pause. In Gruppe 4 Wien. Wiesbaden verliert 0 zu 1 gegen Valladolid. Ist aber trotzdem in der zweiten Gruppenphase der Champions League zusammen mit Valladolid. Spartak Moskau ist draußen. Antalyaspor geht in die Euro League. In Gruppe 5 Olympique Lyon und FC Barcelona sind weiter. Aberdeen geht in die Europa League. Juventus Turin ist draußen. In Gruppe 6 SSC Neapel und Levante sind weiter. Paris Saint-Germain geht in die Europa League. Partizan Belgrad ist draußen. Gruppe 7, Wolfsburg spielt 1-1 gegen Toulouse, ist zusammen mit Toulouse weiter. Toulouse mit 16 Punkten. Sochi geht in die Europa League. Honka ist draußen mit 0 Punkten. Und in Gruppe 8, FC Malaga und Saloniki sind weiter. Stade Rennes geht in die Euro League und Sporting Braga ist draußen. In der Europa League sehen wir Schalke mit 2 Siegen souverän weiter gegen Slavia Belupo. RB Leipzig mit 2 Siegen weiter gegen Gent. Und Wacker Burghausen auch weiter mit einem unentschiedenen Sieg gegen Nice. Wacker Burghausen mischt Europa weiterhin auf. Champions League, zweite Gruppenphase, Gruppe 1, Feyenoord Rotterdam, UD Levante Park, Thessaloniki, FC Malaga, Gruppe 2, Olympique Lyon, SSC Neapel, FC Toulouse und Real Valladolid. In Gruppe 3, FC Barcelona, Beşiktaş, Istanbul, VfL Wolfsburg und SJK Saiyanok. Und in Gruppe 4 Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Granada und Wien, Wiesbaden, 3 deutsche Teams in einer Gruppe. Hat es das schon jemals gegeben? Da sind es zumindest ein Team schon mal garantiert im Viertelfinale. In Gruppe 1 zwei spanische Teams, in Gruppe 2 zwei französische Teams, Gruppe 3 besonders gemischt, in Gruppe 3, 4 drei deutsche Teams. Euroleague, Schalke gegen Chelsea, jetzt haben wir einen Knaller los. Dann RB Leipzig gegen Antalyaspor und Wacker Burghausen gegen Galatasaray.
deutsch-türkische Duelle hier. Wir spielen gegen Würzburg. Ferrati ist weg. Wer nimmt denn jetzt? Im rechten Mittelfeld haben wir jetzt nicht so die Sorgen, weil Diaz ist beidfüßig. Rödlund auch noch da. Philipp kann auch rechtes Mittelfeld spielen. Ich denke, da müssen wir jetzt auch nicht so sofort irgendwen verpflichten. Auf der Bank, ja, wir sehen die ganzen Innenverteidiger sitzen hier immer auf der Tribüne. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Was soll man machen? Und 3 Torhüter. Und zumindest der Herr Stich auf die Bank. Und wir spielen gegen Würzburg. Ausverkauftes Stadion. Der 6. gegen den 10. mittelmäßiger Platzzustand. Manager tippt 3 zu 7. Tippen einige in letzter Zeit. Wollen wir jetzt hier und heute auch nicht sehen. Und wir liegen direkt hinten. Suarez mit dem 0 zu 1 nach Vorlauf von Guillermo Saranrin Bazzi. 1 zu 0 für Würzburg. Das ist gar nicht gut. Akaso auf Adler. Der schrappt mal mit dem Fuß. Dreht sich, flankt in die Mitte. Der Assistgeber ist zuerst am Ball und klärt. Dann das letzte Spiel verloren. Das soll jetzt kein Trend werden. Sternberg haut den Ball ins Aus. Frühen Gegentor habe ich ja so gar nicht. Diaz gegen De Jong geht an ihm vorbei. Stoppt den Ball. Läuft zur Mittellinie zurück. Schlägt den Ball auf die andere Seite. Weit, aber verzieht voll. Der Ball rennt ihm aus. Das war eine erste Halbzeit zum Vergessen. Keine einzige Torchance. Auch der Torhüter hat Luftlöcher gegriffen. Der kriegt Kritik, wo ich eigentlich eher auch die Mannschaft kritisieren würde. Aber die wird jetzt auch paar Worte zu hören bekommen. Und das 2 zu 0. Christopher Sternberg. Das ist Zeit zu reagieren. Einsatz hoch, Offensive hoch. Wie wechsle ich jetzt? Ja, kommt Diaz, der soll das erstmal testen, geht auf rechts. Rödlund kommt für Himmlein. Martin nimmt den Ball perfekt an. Präzise Flanke in den Strafraum, kein Abseits. Stambio Bolio entwischt Diakabi, erreicht mal mit der Stiefelspitze. Doppelt klatscht nach vorne ab. Hat ihn dann im Nachfassen. So, wir bringen Lukaku für Born. Wir liegen immer noch 2-0 hinten. Brechstange, noch mehr Einsatz. Und Fortes kommt für Campos. Geht hier noch was? Nein, hier geht nichts mehr. Martin bringt den Ball unter Kontrolle. Haut ihn auf den Flügel. Stambolio auf Seabeck. Gegen Diaz. Das riecht leider nach einer erneuten Niederlage. Und damit sind wir dann erstmal raus aus den europäischen Ringen. Ja. 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 Die Würzburger wollen noch nicht nach Hause gehen. Aber die Richter hebt die Fahne, obwohl es gar kein Abseits war. 2. Doping war negativ. Das hätte mich auch gewundert, wenn ich der Leistung. Aber wir haben zumindest 1,24 Millionen Euro eingenommen. 84.000 Euro Prämie bezahlt. Schiedsrichter war der beste Mann. So war es der beste Spieler. Spiel kommt wieder von schwach. Wir fallen auf Platz 9. Würzburg steht jetzt ein Platz vor uns. Aber naja. Erstmal wieder zurück in die Realität hier. Düsseldorf spielt 1-1 gegen Kaiserslautern. Augsburg spielt 1-1 gegen Gladbach. Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen Eintracht Frankfurt. Wir verlieren 0-2 gegen Würzburg. Burghausen verliert 1-4 gegen Leipzig. Union verliert 0-1 gegen Mainz. Freiburg verliert 0-1 gegen Leverkusen. Wien-Wiesbaden gewinnt 1-0 gegen Dortmund. In Bayern spielt 2-2 gegen Schalke. Wolfsburg neuer Tabellenführer. Wir fallen auf Platz 9. Haben aber immer noch 5 Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Burghausen nach wie vor letzter in der Hälfte des Tages. Niemand von uns hat das bestbesuchte Stadion, ist auch was wert. Freire wechselt von Wolfsburg nach Fürth. Ferrati verlässt uns in Richtung Bilbao. Sirak von Dortmund nach Getafe. Kubik von West Bromwich nach Düsseldorf. Leberfinger, schöner Name. Damien Leberfinger. Von Dortmund nach Barcelona. Die Leberfinger-Trikots werden dort sicher aus den Regalen fliegen, wie geschnitten Brot. Ja, den Wechsel von Aue nach Burghausen und Ballrücken von Union nach Bologna. Wir werden abgewertet, weil wir das Saisonziel nicht mehr um 5 Plätze übertroffen haben.
Weil manchmal überperformt, kriegt man direkt jetzt hier. Genau, also wir spielen gegen unseren Tabellennachbarn jetzt aus Frankfurt, der 9. gegen den 10. Wir haben über 4 Millionen eingenommen aufgrund des Ferrati-Transfers. 4,9 Millionen in der letzten Woche eingenommen. Wir haben über 35 Millionen auf dem Konto. Sollen wir vielleicht mal was ausgeben, sonst kommt das Finanzamt. Die Formkurve zeigt leider bei einigen nach unten, aber wenn man so gut in Form ist, passiert das halt zwangsläufig mal. Wir trainieren mal ein bisschen das Spielverhalten in dieser Woche. Primera Division. So. Auswärts, wir spielen jetzt auch nicht auf Konter. Ich denke. Nach zwei Niederlagen sollte man irgendetwas ändern. Weiß auch nicht genau was. Costa kommt mal für Hansen rein. Und sonst lassen wir es so. Ich bin an die Ansprache verstanden. Über 50.000 Zuschauer. Frankfurt hat auch das letzte Spiel verloren. Zwei bisher überzeugende Aufsteiger. Jetzt im Duell. Bernie Fuchs tippt 4:1. Und wir gehen direkt in Führung. Campos mit dem 4. Tor in der 4. Minute nach Vorlage hinein. Aber direkt 5 Minuten später der Ausgleich. Erik Maxim Kiere. Und eine Minute später jetzt direkt der Eckball. Die Ereignisse überschlagen sich. Philipp schlägt den Ball auf den Elfmeterpunkt. Moleo, oder wie auch immer man das ausspricht. Claire souverän. Nochmal Eckball jetzt von links. Philipp Scherak fängt den Ball ab. Turbulente Auftaktphase hier in Frankfurt. Jetzt indirekter Freistoß. Philipp, der Mann für alle Standards. Diaz. Ja, du kommst mir schon Mittagessen hoch. Nein, kein Grund. Das Spiel ist nämlich absolut aufregend. Das ist hier alles nervositätsbedingt. So, Denic wechselt den Flügel. Terzic gegen Philipp. Geht an ihm vorbei, läuft Richtung Strafraum, nimmt den Ball mit und versucht zu schießen. Aber herauskommt nur ein harmloser Roller und der Keeper steht genau richtig, wird angeschossen von einem Roller. Und Hämlein kann er den Roller nicht festhalten. Hämlein muss den Ball ins Aus kloppen. Jetzt McGregor mit einem Eckball, aber Freund und Feind verpassen. Aufregende Partie hier und es steht 1:1 zur Halbzeit. Zum Halbzeit-Tee, damit kann man durchaus zufrieden sein. Campos bekommt ein Lob. Man merkt ihm, dass er Spaß am Fußball hat. Hier ist mehr drin. Da ist auch weniger drin. Missnard, freie Schussbahn, zieht ab und klar vorbei. Wir können dieses Spiel hier gewinnen. Das wäre wichtig, mal wieder einen Auswärtsdreier zu holen. Philipp dreht das Ventil nach oben, ist immer wichtig, schlägt den Ball mit Schnitt in die Mitte. Scherer kommt raus und faustet den Ball aus der Gefahrenzone. Stunde gespielt, ordentliche Leistung. Fortes kommt noch für Adler. Mal ein bisschen mehr Spielzeit sehen wieder. Denic wird von Vacaso attackiert. Jimenez auf Wiesner. Der ist nicht in der Lage, den Ball vernünftig zu stoppen. So, wird das hier eine Punkteteilung oder gibt es hier noch was zu sehen? So, wir bringen mal Lukaku. Einfach mal für Philipp. Er soll sich auch mal ein paar Minuten ausruhen. So, und dann haben wir noch einen Wechsel. Und zwar, Diaz wechselt wieder die Seiten und Rötlund kommt für Hämlein. Und Campos mit dem 2. Treffer nach Vorlage. Diakabi, wir gehen wieder in Führung. Wir haben jetzt hier nur noch ein paar Minuten auf der Uhr. Bringen wir das über die Zeit nochmal kurz vor Schluss. Die Gastgeber hier, Misner Richtung Mittelkreis. Misner marschiert mit dem Fuß am Ball, mit dem Ball am Fuß, stoppt, legt auf die linke Seite, Molejo spielt quer in die Mitte, Kübler nimmt den Ball mit, läuft noch ein paar Schritte, jetzt nicht schon wieder so ein spätes Gegentor, spielt ihn an den Strafraum, Mister nimmt den Ball mit, spielt einen Steilpass in den Strafraum, der Ball landet im Außen, das dürfte es doch jetzt wohl gewesen sein, das ist Auswärtsdreier, den wir noch nicht so oft hatten, in der Form, Campos mit dem Doppelschlag. Ist dementsprechend natürlich auch der Mann des Spiels, wir bezahlen 144.000 Euro Prämie, das Spiel bekommt die Note 4, ging so, wir klären
klettern zurück auf die Europapokalplätze. Das ist doch wunderbar. Und damit haben wir auch das Pensum für die Hinrunde, wenn man so will, erfüllt. Damit haben wir 20 Punkte geholt, 13 zu Hause und 7 auswärts. Alles, was jetzt noch in der Hinrunde kommt, sind Bonuspunkte. Obwohl das letzte Mal, als ich sowas gesagt habe, haben wir danach, glaube ich, alles verloren. Deswegen möchte ich vielleicht nicht davon sprechen, aber man kann mit der Hinrunde jetzt schon zufrieden sein und haben ja noch einen Monat. Würzburg verliert 1 zu 2 gegen Bayern, damit sind wir auch wieder der beste Aufsteiger hier in der Tabelle. Leverkusen gewinnt 1-0 gegen Wiesbaden, verlässt damit die Abstiegsplätze. Gladbach gewinnt 1-0 gegen Leipzig. Schalke verliert 2 zu 5 gegen Union Berlin. Wir gewinnen 2 zu 1 in Frankfurt. Dortmund spielt 1-1 gegen Augsburg. Mainz gewinnt 3 zu 2 gegen Burghausen. Burghausen international läuft es, aber hier in der Bundesliga sehen sie keinen Stich. Wolfsburg gewinnt 2 zu 1 gegen Düsseldorf, ist damit Tabellenführer. Das war das Spitzenspiel, erste gegen den zweiten. Kaiserslautern gewinnt 3 zu 1 gegen Freiburg. Wolfsburg auf 1, Düsseldorf auf 2, Bayern auf 3, Wiesbaden auf 4, Mainz auf 5 und wir sind auf 6. Wir haben auch nur 3 Punkte weniger als der Tabellenzweite. Wollen wir von der Champions League träumen? Aber auch nur 6, nur in Anführungszeichen 6 Punkte mehr als der 16. Das kann auch schnell nach unten gehen. In der Torjägerliste Adler und Campos. Wunderbar, wenn die Stürmer treffen. Adler Tor gleich mit Huri und Abela. Campos auch direkt dahinter in der Scoreliste. Mal Adler, Philipp und Campos. In der Elf des Tages Bong und Campos. Wir waren im bestbesuchten Stadion. Was auch sonst. Laran Hera wechselt von Mainz 2 nach Augsburg 2. Naibet von Würzburg nach Burnley. Und wir spielen jetzt gegen den BVB. Das ist mal wieder ein Tabellennachbar. Der Sechste gegen den Siebten. Den Verein muss ich, glaube ich, nicht näher vorstellen. Wir haben 147.000 Euro verloren in der vergangenen Woche. Wir trainieren mal ein bisschen das Pressing. Und die Fans sollten auch mal wieder beglückt werden. Die bekommen 4.000 Freikarten und hier einen Auswärtszuschuss für Gladbach. Ich lese Leverkusen und mein Gehirn sagt automatisch Gladbach. Freudscher Versprecher, 3.020 Karten für das Auswärtsspiel in Leverkusen. So, Champions League und Euroleague. Da haben wir die zweite Gruppenphase. Die deutschen Vertreter ja fast alle auf einem Haufen. Wolfsburg spielt 0-0 gegen Beşiktaş. Gladbach spielt 2 zu 1 gegen Wiesbaden und Union verliert 1 zu 2 gegen Granada. Und in der Europa League haben wir auch noch drei deutsche Vertreter. Schalke spielt 1 zu 1 gegen Chelsea. Leipzig gewinnt 3 zu 2 gegen Antalyaspor. Und Burghausen spielt 1 zu 1 gegen Galatasaray. Und wir spielen jetzt vor ausverkaufter Kulisse gegen den BVB. Wir ändern hier nichts. Die sind stärketechnisch deutlich überlegen. Jetzt nicht heißen, als hätte ich in der letzten Woche keine Männer gesehen. Einer der Spieler sagt immer die gleiche Leier. Es waren fast 6.000 Gästefans hier dabei. Stefan Raab tippt 3 zu 3. Einwurf hoch in den Strafraum. Dobnik kommt raus, boxt den Ball weit aus dem Strafraum. Hier passiert herzlich wenig. Fußballerisch, aber gute Stimmung. Den Dortmundern im Stadion ist da sicher einiges geboten, stimmungstechnisch. Und unsere Fans brauchen nicht näher vorgestellt werden. So, Pantisch schaut immer ganz aus. Auch fußballerisch ist das natürlich ein großer Käse, den beide Teams hier präsentieren. Aber dass wir uns mit so einem Team hier so auf Augenhöhe präsentieren, das ist natürlich auch was wert. Damit wollen wir auch erstmal zufrieden sein, auch wenn das fußballerisch natürlich grausam ist für den Ästheten. Philipp spielt nicht gut, bekommt auch mal Kritik, nimmt sich die zu Herzen. Ich hoffe, er weiß, wie ich es meine. Ich meine es nur zu seinem Besten. Ich denke, jetzt kann man auch ein bisschen mutig aufspielen. Ja, Adler schießt immer weiter übers Tor, weil wir merken, dass wir hier auch gewinnen können. Dann sollte man auch bisschen die Nervosität ablegen, meine Damen und Herren. Slivka jetzt stoppt den Ball mit der Brust, schlägt ihn aus der Drehung in die Mitte und der Ball senkt sich tückisch aufs lange Eck und Dobnik macht das aber ganz souverän, zeigt, warum er zu Recht
Keeper Nummer 1 hier geblieben ist bei all der Konkurrenz. Für die Konkurrenz natürlich frustrierend. So, der Eliasson, der überzeugt hier nicht so, aber wir haben da im Moment keine Alternativen. Jetzt, wo der Ferrati auch noch weg ist. Philipp spielt weiterhin nicht so gut. Ich gebe ihm aber noch 10 Minuten. Deswegen kommt jetzt mal Rötlund für Diaz. Rötlund, der auch so ein bisschen Stunk macht. Mit dem sich auch vielleicht mal unterhalten. Jetzt Bada flankt auf den langen Posten. Schöne Flanke, aber alle schlafen. Abstoß. Das ist auch, was die Dortmunder hier machen. Keine große Fußballkunst. Aru kann den Ball mitnehmen, spielt nach rechts. Bada Richtung Eckfahne. Slivka gegen Bong. Bringt den Ball unter Kontrolle. Wird von Bong bedrängt. Verliert den Zweikampf. Oder ist die Defensive einfach nur so gut? Lee Ji. Der Rapper aus Südkorea, oder wer ist das? So, Slivka gegen Diakabi wird festgehalten und er lässt sich theatralisch fallen und der Ball geht ins Aus. Das war eine Schwalbe. Es hätte auch eine Karte geben können. So, Philipp überzeugt nach wie vor nicht, deswegen kommt Lukaku für ihn. So, wird das jetzt hier einen Punkt gewinnen oder nicht? Fortes kommt mal für Adler. Und, das ist ein 0 zu 0. Ein 0 zu 0 der schlechten Sorte, aber gegen den BVB nimmt man diesen Punktgewinn als Aufsteiger doch mal. Wir werden jetzt auch ständig auf Doping getestet, weil die Leute denken, ja, wenn der Schulz Trainer ist, die Mannschaft so gut, die müssen doch was genommen haben. 1,24 Millionen Euro, die haben wir hier eingenommen. Fast 90.000 Euro Prämie bezahlt Schiedsrichter Günsch, war der beste Mann auf dem Platz. Unser Keeper war der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 6, lauern sich. Wir bleiben auf Platz 6. BVB bleibt auf Platz 7. Augsburg spielt 2:2 gegen Leverkusen. Düsseldorf gewinnt 1:0 gegen Frankfurt. Bayern verliert 2:4 gegen Mainz. Wien Wiesbaden gewinnt 1:0 gegen Schalke. Union verliert 1:2 gegen Kaiserslautern. Freiburg verliert 2:3 gegen Wolfsburg. Leipzig spielt 1:1 gegen Würzburg. Und Wackerburghausen verliert schon wieder 1:3 gegen Gladbach. Auf den Abstiegsplätzen Schalke, Leipzig, Burghausen. Wir sind punktgleich mit Dortmund und mit Kaiserslautern. Wir haben nur 3 Punkte weniger als Mainz und Wiesbaden, nur 2 Punkte weniger als Bayern. In der Elf des Tages haben wir niemanden von uns. Wir werden umworben von Regionalligisten, aber ich glaube, nein, vielen Dank für das Angebot, aber habe ich gerade nicht nötig. Ne? So. Romau, Wechsel von Gladbach nach Otzbek. Richter von Freiburg nach Göteborg. Elheni von Wolfsburg nach Hellas Verona. Adler mit Länderspielen. Eine Vertragsverhandlung stehen an. Beim nächsten Mal Folge 500. Machen Sie sich ein bisschen schick. Ich werde auch Fliege tragen und Smoking und so. Und meine besten Schuhe. Wer hätte gedacht, dass Folge 500 so bald kommen wird. Lemon Cookie TV bedankt sich schon mal im Voraus. Beim nächsten Mal sehen Sie satte 20 Spieltage. Wie lange ich an der Seitenlinie bleibe, das weiß ich noch nicht. Aber im Moment sieht doch alles bestens aus. Wenn man so von seinem Chef angeguckt wird, dann kann man sich auch mal einen Kredit nehmen. So, also, wir haben 658.000 Euro eingenommen, weil die Jobsicherheit, glaube ich, im Moment nicht gefährdet ist. Gucken wir mal in die anderen Ligen. Bei wem da die Jobsicherheit gefährdet sein könnte. Zum Beispiel bei Nürnberg, Braunschweig, Unterhaching und Heidenheim, die alle auf Abstiegsplätzen stehen. Auf den Aufstiegsplätzen Cottbus, Halle und Viktoria Köln. In der Regionalliga Nord Hannover und Jena auf Aufstiegsplätzen. Dahinter Rostock, Magdeburg, Paderborn und Oldenburg. Paderborn ganz schön abgesackt. Auf den Abstiegsplätzen Bremen 2, Rödinghausen, Lok Leipzig und der HSV 2. In der Regionalliga Süd auf den Aufstiegsplätzen Ingolstadt und Stuttgart. Dazwischen steht noch Nürnberg 2, die nicht aufsteigen können. Dahinter Sandhausen, Bayern 2, Garching auf den Abstiegsplätzen Homburg, Zwickau 1860 und Offenbach. Wir haben hier einen Jugendspieler, Milutinovic von Babelsberg, 16 Jahre, Libero, Vorname Luke. Möge die Macht mit dir sein, er ist jetzt bei uns. Wir haben jetzt hier schon 3 17-Jährige, von einer noch keinen Vorvertrag hat, den kriegt er erstmal. Die sollte ich eigentlich mal alle hochziehen. Vor allem, da ist auch ein OM bei, der auch genauso gut ist wie Eliasson. Und ein 17-Jähriger RM. Ich glaube, da haben wir unseren Ferrati-Ersatz schon intern gefunden. Wir müssen halt nur gucken, was wir mit dieser riesigen Innenverteidiger-Baustelle hier machen. Können wir mal fragen, vielleicht
haben sich einige Statements jetzt hier mal geändert zum Thema Leihe. Nee, viele sind immer noch nicht bereit, sich ausleihen zu lassen. Heinz Jensen. Ja, haben wir so viele Innenverteidiger. Fällt auf, dass wir ja nur drei Stürmer haben. Aber da brauchen wir keine neuen. Hier haben wir ja drei ausgeliehene Stürmer. Es läuft gut. Und beim nächsten Mal wird ein bisschen jubiliert. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.